So, schönen guten Tag. Mein Name ist Raphael Berg, ich bin ein junger Christian von vorne und ich mache jetzt ein Projekt. Mein Projekt heißt Wiener Projekt Lebenslauf. Ich bin ein junger Christian von Polen und ich möchte Ihnen mein Bewerbungsschreiben vorlesen. Schönen guten Tag, mein Name ist Raphael Berg, ich bin ein junger Christian von Polen von Krakau und ich möchte Ihnen mein Bewerbungsschreiben vorlesen. Frau Sabine Folli, Head of Exhibitions Kunsthalle Wien. Herr Dr. Reinhard Fuchs. Herr Amel Abbas. Herr Gerhard Masch, Direktor Kunsthalle Wien. Ich nehme das im Namen von Professor Leopold gerne entgegen. Er lässt sich entschuldigen, er ist heute gesundheitlich behindert. Ich höre mir gerne an, was Sie mir zu sagen haben. Barbara Holub, ja? Ja. Joschka Gabi, Kunsthistorikerin, freie Kuratorin. Bewerbungsschreiben. Sehr geehrter Herr. Sehr geehrte Frau. Sehr geehrter Herr. Hiermit möchte ich Sie auf meine Person aufmerksam machen, weil ich mich mit allen Eigenschaften kennzeichne, die dazu unterwegs sind, interessante und beeindruckende Projekte zu schaffen, die sich besonders gut in den Ausstellungsräumen des Museums wiederfinden, das sich zum Ziel setzt, die Betrachtung und Einschätzung der Kunst zu stimulieren. So wie das bei dem NONOK ohne Zweifel der Fall ist. Wie das bei der Kunsthalle ohne Zweifel der Fall ist. So wie das bei dem Leopold-Museum ohne Zweifel der Fall ist. Nicht ohne Bedeutung ist für mich auch die Tatsache, dass sich das Kuratorium Ihrer Galerie genau in den komplizierten Zusammenhängen auskennt, nach denen sich die Werbung für neue interessante Künstler richtet. Die Ausstellung der Werke, die Veröffentlichung meiner Texte, wie auch der Verarbeitungen der Kunstwissenschaft und Kuratoren, die mit Ihnen zusammenarbeiten, entweder in den Ausstellungsräumen oder anlässlich der Veröffentlichung der Katalogen, die meine monographische Ausstellungen, wie auch Gesamtausstellungen mit meiner Teilnahme begleiten. Eine stete, bereit angeregte Diskussionsführung zu Ihrem Thema werden es der Galerie möglich machen, werden es dem MUMO möglich machen, werden es dem Leopold-Museum möglich machen. Sprecher und Mäzene der Werke und der Person eines der kontroversesten und bezweifelten Künstler der jungen Generation zu werden. Eben diese Zweifel kennzeichnet die junge Künstler, deren Tätigkeit sich auf dem und sich ersten Boden abspielt. Meine Geppettosche Kunstvision von dem Geppetto, er hat den Pinocchio geschrieben. Geppetto. Meine Geppettosche Kunstvision nimmt sich die Belebung und praktische Wirkungseffektivität der kunstbezogenen Aktivitäten vor. Ich glaube, dass dieser aktivistische Ausgang von meinen Projekten Sie nicht als Kunstdisziplinen disqualifiziert. Ganz im Gegenteil, er flößt Ihnen diese avantgardischen und forschenden Charakter ein. Die Kunstwerke dieser Art sind die beste Definition meiner Kunsthaltung. Jedoch können Sie nur von dem Hintergrund Ihrer Darstellung in den Räumen der meinungstragenden Institutionen für diejenigen überzeugend sein. Die besonderes Verbissen, die positiven Aspekte meines unkonventionellen kunstlerischen Werdegangs und meiner Persönlichkeit in Frage stellen. Die Kunsthalle Wien ist das Ziel, das ich seit langem anstrebe. Das Leopold-Museum ist das Ziel, das ich seit langem anstrebe. Indem ich die von der Galerie veranstalteten Ausstellungen besuche, stelle ich mir meine Teilnahme an diesem Raum vor. Das Museum moderner Kunst in Wien ist das Ziel, das ich seit langem anstrebe, indem ich die von der MUMO veranstalteten Ausstellungen besuche. Stelle ich mir meine Teilnahme an diesem Raum vor. Heute weiß ich, dass ich über die entsprechende Erfahrung, Veranlagung und
Qualifikation verfüge, um die Kunstwerke zu schaffen, die sehr gewandt den Anforderungen der Gegenwärtigkeit und Kunst entsprechen und die Kritiker und Kuratoren bewegen. Ohne Zweifel ist das breite Interesse für meine Kunst, die in den Räumen der Kunsthalle, die in den Räumen des modernen Kunstmuseums, die auch im Rahmen von anderen in die öffentlichen Räume eingreifenden Projekten ausgestellt würde, für mich ein zusätzlicher Antrieb, besonders im Hinblick auf die Kündigung von meinen Eifern und von den Erwartungen von Ihnen und von Ihrem Publikum. Somit wende ich mich an Sie mit der Bitte, sich mit meinem Bewerbungsschreiben wie auch mit meinem Lebenslauf und Portfolio bekannt zu machen. Ich will anmerken, dass ich in meinem Werk fast 40 individuelle Ausstellungen, wie auch viele Gesamtausstellungen, Präsentationen, Vorlesungen, Lesungen, Seminare, Diskussionen und Teilnahmen habe, die alle immer bereit angelegt sind. Es ist noch zu ergänzen, dass ich eines von meinen Werken trotz meines jungen Alters, 23 Jahre, in den Sammlungen der modernen polnischen Malerei des Nationalmuseums in Krakau. Die Mission einer Künstlergruppe, Folia-Konzept als Wiederbelebung des Nachlasses Rachim Blacks ins Leben zu rufen, ist ein Beweis für einen riesigen Einfluss, dass ich seit Jahren nicht nur auf die Künstler ausübe, mit denen ich zusammenarbeite, sondern auch auf diejenigen, mit denen ich über meine endlosen Ausführungen und programmatorischen Schriften in Berührung komme, die sich selbst die widersterblichsten Zeugen machen können und sie dazu ermöglichen, meinen Kunstanschluss zu pflegen. Viele bedeutende Kuratoren geben einstimmig zu, dass ich einer der interessantesten Künstler der jungen Generation bin und sie verheißen mir eine Karriere von riesigem Ausmaß. Diejenigen, die meine Kunst richtig eingeschätzt haben, sehen mich häufig als den künftigen Führer. Deswegen machen sie sich besonders viel Sorge um meine Gesundheit. Ich liebe meine Stadt ist ein Projekt, das in vielen westeuropäischen Galerien ausgestellt wird. In der ich die Prospekte meiner Stadt gezeigt habe ich für mich nicht nur die Künstler, sondern auch die Bewohner von Krakau gewonnen. Ich muss auch ergänzen, dass ich als bester von allen Kandidaten zum Malereistudium aufgenommen wurde und dadurch auch angetrieben, habe ich mir gleich im ersten Studienjahr die Mühe gegeben, meine Unterschiedlichkeit zu manifestieren. Das Ergebnis davon war ein Monument, das ich aus 10.000 Notizen geschaffen habe, die meine Erwartungen über die Kunst zum Thema haben. Im Geiste des sowjetischen Gedankens, Faktum habit monumenta manent, Handlungen sind vergänglich, ihre Denkmale bleiben bestehen, habe ich beschlossen, mein Werk der Kunstakademie in Krakau zu schenken. Ich hoffe, dass dieses Bewerbungsschreiben Sie einnimmt und bezaubert. Ich gebe zu, dass manche, die meine Auftritte beobachten, mich von dem Gefühl der Blamage warnen. Aber eben, die Blamage ist oft bezaubernder Instrument meines Auftritts. Ich selbst nenne mich ein totaler Künstler. 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 Da ich keine einheitliche Spezialisierung habe, bin ich frei von den Minderwertigkeitsgefühlen in Bezug auf die Kunst und Medien. Deswegen bewege ich mich ganz frei in Räumen des Gemäldes, des Dings, des Objekts, der Installation, der Fotografie, der Webwand, des Videofilms, des Zeichentricksfilms, der theoretischen Kunst, auch des Performers und letztens sogar des Happenings. Die Distanz von dem kritisch-polemischen Verhältnis zu der Realität zugunsten einer aktiven Teilnahme an ihr ist die Haupteigenschaft, die es mir ermöglicht, die Quelle des Untersuchungsraumes zu erforschen. Ich bin voll der letzte Künstler, der heute noch die programmatorischen Schriften verfasst. Mein entscheidender Vorteil ist Arbeitsamkeit und Vielseitigkeit. Dazu noch Charisma und reiche Persönlichkeit. In der Ausführung von allen Projekten und Unternehmen kennzeichne ich mich vor allem von der Loyalität und Treue gegenüber der Institution, mit der ich gebunden bin. Im Gespräch bin ich bezaubernd und intelligent, was bei den heutigen Künstlern immer seltener der Fall ist und was den Journalisten die Arbeit viel leichter macht. Meine Aktivitäten fallen nicht zum Opfer des Disorganisations, im Falle des Zeitdrucks
und der emotionalen Belastungen. Ich bin eine offene Person und ich schließe problemlos neue Bekanntschaften. In der Arbeit verlange ich von mir das Maximum an Teilnahme, Effektivität und Wirkung. Ich kann auch, wenn es dem sein muss, mit anderen Künstlern zusammenarbeiten. Zunehmend von der Jahreswende 1989-1990 braucht der Prozess der Karrierenschaffung die Entdeckung von neuen Gesichtern, die sich mit den spektakulärsten Kunstaktivitäten assoziiert sind. Meine avantgardische und progressive Provenienz, fanatische Glauben an die Möglichkeit der eigenen Begebung, Ausdrucksstärke und Originalität, werden die Position ihrer Galerie Wiener Secession als eine Institution von Forschungs- und Pionierübermittlung öffnen für neue interessanteste Vorgänge in der jungen Kunst stärken. Meine unglaublich originelle Vergebung könnte nur auf einem so exotischen Gebiet zustande kommen, wie das mittelöstliche Europa, die Polen. Ich hoffe, dass dieses Bewerbungsgespräch und die Präsentation meiner Werke meine Person als einen Künstler sehen lassen, den man gerne zeigt und an dessen Unterstützung es sich zum Investieren lohnt. Deswegen bitte ich Sie, meinen Aufträgen in das Repertoire Ihrer Galerie einzutragen. Wie auch um das Vertrauen, das es erlaubt, mich als einer der interessantesten polnischen Künstler der jungen Generation gelten zu lassen. Deswegen bitte ich Sie, meinen Aufträgen in das Ihr Interesse einzutragen, wie auch um das Vertrauen, das es erlaubt, mich als einer der interessantesten polnischen Künstler der jungen Generation gelten zu lassen. Einer der Künstler zu werden, die offiziell durch ihre Kunsthalle unterstützt werden, wäre für mich eine große Ehre. Einer der Künstler zu werden, die offiziell durch ihr Museum unterstützt werden, wäre für mich eine große Ehre. Und obwohl ich nicht an dem Rattenrennen teilnehmen will, möchte ich nicht von der Chance weglaufen, in der offiziellen Kunst zu existieren. Besonders, dass ich bisher an keinem Museum gebunden bin und die Zeit künstlerisch und finanziell unabhängig zu werden, sich mit meinen großen Schritten nähert und bevor ich es mich versehe, stehe ich mit dem Diplom der Kunstakademie vor der Notwendigkeit, die Kunstwerk, mit der ich assoziiert werde, um die Galerien, die mich wirklich repräsentieren werden, zu wählen. Wenn ich Sie auf meine Person und meinen Vorschlag aufmerksam gemacht habe, was sicher eine reiche Zusammenarbeit und eine individuelle Ausstellung zur Folge haben wird, dann sichere ich zu, dass der Bedarf nach neuen Präsentationen, Ausführungen und Diskussionen um meinen Werk und meine Person sehr schnell steigt. Mit freundlichen Grüßen, Rachim Blatt. Mit freundlichen Grüßen, Rachim Blatt. Mit freundlichen Grüßen, Rachim Blatt. Mit freundlichen Grüßen, Dracula. Mit freundlichen Grüßen, Dracula. Mit freundlichen Grüßen, Dracula. Mit freundlichen Grüßen, Dracula.